Guten Abend, willkommen bei 201. Mein Name ist Paul Brandenburg und wir müssen reden. Es herrscht ein Lockdown ohne Ende, wie es scheint. Seit rund 12 Monaten immer wieder ausgedehnte Berufsverbote. Nicht nur für Einzelhändler und Dienstleister, sondern vor allem auch für Künstler. Bühnenkünstler, Kreative sind von der Arbeit ausgeschlossen, vom Erwerbsleben und vom eigenen Schaffen. Aber auch das religiöse Leben ist hart getroffen. Das Gemeindeleben ist beschränkt, die Seelsorge deutlich eingeschränkt. Ob all diese Grundrechtseingriffe überhaupt medizinischen Nutzen haben, ist zumindest, vorsichtig gesagt, umstritten. Es häufen sich die Studien, die sagen, das Ganze bleibt ohne positiven Nutzen. Was sicher ist, es entsteht nicht nur milliardenfacher wirtschaftlicher Schaden, sondern es entsteht menschliches Leid bei den Genannten. Einsames Sterben von Kultur und Religion. Dazu habe ich zwei Gäste bei mir, die sich auskennen. Der eine ist evangelischer Theologe, seit 34 Jahren Pfarrer in der Brandenburger Uckermark, eine dünn besiedelte Region, die viele nur als die Heimat von Angela Merkel kennen. Hier betreut er 14 Gemeinden mit 11 Kirchen. Er stiftete unter anderem einen Jugendmusikpreis, baute eine Stiftung für die Region auf, eine Einrichtung für betreutes Wohnen und kennt die Versorgung kranker und alter Menschen nicht nur als Seelsorger, sondern auch ganz praktisch als Krankenpfleger. Denn in seiner damaligen DDR-Zeit hat er 2 Jahre lang noch vor seiner Arbeit als Pfarrer als Krankenpfleger gearbeitet. Für sein bürgerschaftliches Engagement hatte er 2015 sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Der Lebenslauf eines Kirulanten, würde man sagen, sieht anders aus. Trotzdem, seitdem er einen Protestbrief an die Landesregierung von Brandenburg und die Bundesregierung verfasste und eine Demo in Berlin besuchte zum Thema Corona-Politik, sieht er sich medialer und auch Kirchenkritik ausgesetzt. Ganz herzlich willkommen heute Abend, Thomas Dietz. Danke für das Willkommen. Der andere ist Regisseur bei Film und im Theater. Er feierte zuletzt mit der Stuttgarter Tatortfolge Das ist unser Haus auch einen großen kommerziellen Erfolg. Er ist außerdem Komponist und Musiker und produziert in dieser Eigenschaft seine Filmmusiken regelmäßig gleich selbst. Als einer der wenigen in der Filmbranche äußert er sich immer wieder öffentlich kritisch differenziert zu den Widersprüchen der Corona-Politik und besonders den sozialen Aspekten. Herzlich willkommen, Dietrich Brüggemann. Hallo. Dietrich, man hört es schon lange und immer wieder, die Künstler, die Kreativen sind besonders hart betroffen. Das ist fast eine Plattitüde zu Corona-Zeiten. Wie ist denn nun in der Berliner Filmschaffenden- und Kreativszene tatsächlich das Alltagsleben verändert, der Bühnenkünstler und der Musiker? Also beim Film ist es noch am ehesten so wie immer, weil es wird ja weiter gedreht. Den letzten Sommer bis in den Herbst rein wurde auf alle Fälle ganz normal weiter gedreht. Das ist nicht normal, alles mit Abstand und Maske, aber irgendwie haben die alle einen Modus gefunden. Ich hatte in der Zeit keinen Dreh, aber man hat mitgekriegt, dass das lief. Also Schauspieler und Teams waren in Lohn und Brot. Wir sind ja eigentlich in der Zeit, in der sehr viel gedreht wird, weil diese ganzen Netflix-Serien und so, das ist unglaubliche Masse an Zeug, die da gemacht wird. Jetzt über den Winter hat das ein bisschen nachgelassen. Ich kenne nämlich große Produzenten auch, die gesagt haben, sie haben jetzt auch mal alles gestoppt bis April, weil die ganze Zeit kamen irgendwie hier positive Corona-Tests und da positive Corona-Tests. Dann ist dann jeweils der ganze Apparat steht für 10 Tage still und das ist dann für einen Produzenten ein unglaublicher finanzieller Verlust. Das zahlt ihm ja keiner. Da hat er ja schon alles, also dann bricht einem alles zusammen. Filmdreh ist ein so fragiles Gebilde aus Logistik und Terminen und dieser Produzent, ich weiß von einigen anderen, die über den Winter jetzt weniger gemacht haben. Aber da ist die Lage noch nicht jetzt so völlig hoffnungslos und katastrophal, wie natürlich im ganzen Bereich Musik, sowohl Klassik als auch Popmusik. Und die dürfen halt alle gar nichts machen und haben unterschiedliche Wege gefunden, vielleicht wenigstens die Zeit totzuschlagen. Und wenn sie Glück haben und an den großen Häusern angestellt sind, die ja irgendwie die Theater, Opern staatlich finanziert sind, dann ist das nur psychisch belastend. Aber für alle, die frei sind oder in Musicaltheatern oder kurze Verträge hatten, ist es halt verheerend. Die sind halt auf Hartz IV angewiesen oder irgendwelche Überbrückungshilfen, die vielleicht kommen oder auch nicht. Also, oder auch kleinere Unternehmer in dem Bereich. Ich weiß jetzt von Leuten, die einen Comedy-Club betreiben, die haben gesagt, im Prinzip ist es Todesurteil, weil November, Dezember sind immer die umsatzstärksten Monate. Und mit dem, was sie in der Zeit verdienen, kommen sie über das ganze restliche Jahr. Und das fängt keine Novemberhilfe auf. Also in dieser Hilfe wird so vorne und hinten alles abgezogen, was irgendwie geht. Dann bleibt am Ende gerade mal die Miete übrig für die 2 Monate. Und also in einem Betrieb, in dem man sonst in dieser Zeit einen Überschuss erwirtschaftet hat, der das restliche Jahr finanziert, meinte, die können jetzt Schulden aufhäufen, allein um die Miete zu zahlen, was weiß ich, 5.000 Euro im Monat für die Liegenschaft. Und dann sind sie am Ende halt irgendwie überschuldet oder sie machen sofort dicht und kündigen den Laden und machen dann vielleicht zu besseren Zeiten irgendwann neuen auf. Also, und so geht es sehr, sehr vielen Leuten.
Du hast ja gerade schon das Stichwort gesagt, die Glück haben, die in großen Produktionen eingebunden sind. Ein Großteil der Kreativwirtschaft ist ja nun wahrscheinlich nicht meistens in irgendwelchen großen Produktionen eingebunden. Das ist sehr viel Kurzprojekt, das ist sehr viel Selbstständige, die als Produzenten, als Kameraleute, als Drehbuchschreiber da arbeiten und bei sich selbst angestellt sind. Die fahren ja bekanntermaßen durchs Raster, nicht? Die sind Solo-Selbstständige, wie es jetzt heißt, ein neuer Begriff, den diese Corona-Zeit hervorgebracht hat. Für die bleibt als erste Sicherungslinie tatsächlich eigentlich nur Hartz IV, wenn ich es richtig sehe. Ja, Solo-Selbstständige, den Begriff gab es schon früher, aber er kam jetzt so ein bisschen in die Öffentlichkeit dadurch, dass auch natürlich thematisiert wurde, dass du dich durch alle Löcher durchfallen. Also es solche Festanstellungen, die gibt es bei staatlichen und städtischen Theatern und Bühnen und bei öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern. Da ist alles Mögliche an Schauspieler jetzt weniger beim Fernsehen, ist klar, auch die sind beim Fernsehen projekteweise engagiert, aber sind Musiker, Techniker, auch Schauspieler sind in Theatern. Da gibt es viel Festanstellungen, aber ansonsten gibt es den größeren und viel größeren freien Bereich, wo natürlich jede Menge dranhängt. Auch die ganzen Garderobenfrauen und Würstchen und Getränkeverkäufer und Kartenabreißer und Securities. Das ist der ganze Live-Musikbereich, ist ja, da hängt ja wahnsinnig viel dran. Die Leute, die T-Shirts verkaufen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich, das Übliche ist da eben auf Rechnung arbeiten oder auf Lohnsteuerkarte und mal hier mal da. Und natürlich fallen da wahnsinnig viele durch dieses Raster, weil für Solo-Selbstständige gab es nichts. Man konnte sich Sachen finanzieren lassen, vom Staat zahlen lassen, aber die halt quasi Betriebsausgaben waren. Aber wenn ich Solo-Selbstständig bin, dann sind meine Betriebsausgaben sozusagen meine Miete und mein Lebensunterhalt. Und da fühlen sich viele nicht von ungefähr komplett alleingelassen. Für die es weitergeht, gibt es auch erhebliche Änderungen. Es gibt absurde Berichte, wenn man sich ein bisschen umtut, so in Berliner Filmszenen. Da wird am Set auch draußen mit Maske gedreht. Da wird morgens und abends, wenn alle kommen und gehen, ein Corona-Schnelltest gemacht. Und was ich oft gehört habe, diese ganze extrem strenge Trennung, die da praktiziert wird, die ist dann abends mit Drehschuss schlagartig vorbei und dann sitzen dieselben Menschen nebeneinander ohne Maske und trinken ihr Bier. Ist das eine Einzelgeschichte, die mir mal so angetragen wurde oder trifft das einigermaßen die Realität beim Dreh? Ja, solche Geschichten höre ich auch. Also ich habe jetzt selber halt seit einem Jahr nicht gedreht. Man dreht ja als Regisseur nicht so oft. Aber genau diese Geschichten höre ich auch. Und es ist natürlich auch einfach ganz normal menschlich. Also das ist das sind ja diese ganzen Abstand-Maskenregeln, das ist ja was, das kann man so mal machen für eine Stunde oder für zwei oder auch für fünf oder acht Stunden. Aber am Ende ist man halt wieder Mensch und lässt es sein. Also insofern ist das vollkommen normal, dass es so läuft. Und es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Auch dass bei den Beleuchtern halt am dritten Tag hängt die Maske irgendwo. Man kann auch nicht die ganze Zeit durch so ein Ding atmen. Also das würde ich sagen, ist vollkommen normal. Und natürlich kommt auch hinzu, je absurder die Regeln, desto schwieriger sind sie einzuhalten. Es wird irgendwann halt auch nur noch grotesk. Also eine Freundin von mir ist Schauspielerin, die hatte einen Hochschuldreh. Und natürlich, die Hochschulen sind da ganz besonders vorsichtig. Da ist dann, muss alles noch päpstlicher sein als der Papst. Da war dann ein Drehbuch, musste die Schauspielerin stand drin, sie wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Und zu dem Drehbuch gab es dann so die Handreichung des Hygienebeauftragten, da stand drin, unmittelbar bevor und nachdem sie sich ins Gesicht fasst, sollte sie sich die Hände desinfizieren. Also wenn das mal solche Ausmaße erreicht hat, dann muss man sich schon psychisch unglaublich anstrengen, das überhaupt noch irgendwie ernst zu nehmen. Und das ist ja auch das Problem. Okay, also wir halten fest, für manche in Anführungsstrichen noch Luxusprobleme, sie können weiterarbeiten, für einen Teil allerdings ernsthaft existenzielle Probleme, Menschen, die durchs Raster fallen, die nicht aufgefangen werden durch entsprechende Hilfen und die einfach als die kleinen Räder im Betrieb echte existenzielle Nöte haben. Ja klar, und auch Firmen, also auch Dienstleistungsfirmen, die, was weiß ich, Ton, Postproduktion, Kameraverleih und so, es hängt natürlich alles dran, es ist ein Domino-Express. Also ich bin jetzt gar nicht so eng vernetzt mit so wahnsinnig vielen Schauspielern. Das ist, ich meine, es kommt auch dadurch, dass man die alle, dass man sich nicht mehr so sieht. Also dieses ganze Nebenbei, was jede Zunft und jedes Gewerbe hat, diese Kongresse und hier mal empfangen und da mal eine Premiere und Festivals und so, es ist ja in jeder Wissenschaft ist ja so, worum es eigentlich also nominell geht, die Vorträge und die Filme, oft lässt man das so über sich ergehen und das Beiläufige ist das Eigentliche. Der Informationsaustausch, der so nebenher passiert in der Uni und so, der ist ja komplett zum Erliegen gekommen. Insofern muss man die Informationen auch schon aktiv einholen von den Leuten. Das ist auch so ein Problem, da glaube ich, dass seit einem Jahr jeder macht so ein bisschen so tunnelblickartig vor sich hin und weiß eigentlich gar nicht so genau, wie es dem Rest der Welt geht. Auch eine deutliche Form von Einsamkeit. Herr Dietz, im religiösen und vor allem im seelsorgerischen Leben sieht es zum Teil dramatischer aus, wenn ich es richtig sehe. Sie haben zuletzt im großen evangelischen Magazin Chrismon ein größeres Interview gegeben und haben da geschildert, wie denn Ihr Gemeindeleben sich verändert und speziell auch Ihre seelsorgerische Arbeit, insbesondere mit Älteren und Kranken. Was ist da das Problem? Wie hat sich Ihr Alltag im Kirchenleben verändert? Also ich muss ein bisschen differenzieren. Ich muss differenzieren zwischen dem Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres und der Fortsetzung über das Jahr und der Situation jetzt. Im Frühjahr des vergangenen Jahres war die
sehr spezielle Situation, dass ja keinerlei Gemeindeleben möglich war, dass auch gottesdienstliches Gemeindeleben nicht möglich war. Was ich denke, schon ziemlich einmalig war bisher in der Geschichte der Kirche. Ich auch nicht verstand, dass teilweise anscheinend das kirchlicherseits, was dort gelaufen ist, sozusagen auf den höheren Ebenen an Vereinbarung sehr schnell gut geheißen wurde. Ja, das ist ja jetzt nicht der Fall. Es ist jetzt der Fall, dass Gottesdienste stattfinden können, was ich auch ganz zwingend und dringend notwendig halte. Aber ich denke, das ist auch sicherlich ein Thema, was diskutiert werden müsste, ob das diese Aufgabe genug wahrgenommen wird. Ja, damit meine ich, es gibt einen Bereich, zum Beispiel um unseren Pfarrspringer herum, in anderen Pfarrspringern, wo zurzeit gar kein gottesdienstliches Gemeindeleben stattfindet, auf Empfehlung der Kirchenleitung und so weiter. Ja, und wo ich denke eigentlich, dass Kirche da der Aufgabe, die sie haben soll, nicht wahrkommt. Nämlich der Seelsorge an den Menschen. Mhm. Ja? Um jetzt auf Ihre Frage speziell zurückzukommen, muss ich mal sagen, dass ich über den Zeitraum feststelle, also es ist sehr viel schwerer, in Altenheime, in Krankenhäuser reinzukommen. Mhm. Zum Teil ganz schwierig, ganz unmöglich. Es ist auch sehr viel schwerer, an die Menschen heranzukommen, denn ich merke, dass die Menschen, und das hat gerade nochmal jetzt in den letzten Wochen zugenommen, verängstigt sind und sich zurückziehen. Sie hatten ja ein sehr eindrückliches Beispiel, wenn ich kurz nachfragen darf, eines älteren Mannes, der Ihnen sagte, er hat keine Zeit erlebt, in der er so unglücklich war. Ja. Er war genau von solchen Einschränkungen betroffen, wenn ich es recht verstehe. Ja, also ich habe ganz verschiedene persönliche Fälle erlebt. Ja, das war ein altes Ehepaar, die beide kurz vor der Gnadenhochzeit, glaube ich, standen. Also 70-jähriges Hochzeitsjubiläum, muss man sich mal überlegen. Der Mann ist Anfang 90 gewesen und seine Frau war schon lange Zeit im Pflegeheim und er durfte sie nicht mehr besuchen. Und er wusste, dass sie das überhaupt nicht versteht, dass er nicht mehr kommt. Und eigentlich ist er über die Sorge um seine Frau verkümmert. Er ist gestorben. Sie lebt noch. Ja. Solche Fälle sind ja, das ist ja ein besonders drastischer Fall, aber es sind ja nun nicht, wie es so schön heißt, Einzelfälle, sondern wir hören Land auf, Land ab, dass Ähnliches passiert. Wieso schweigt die Kirche da so laut zu? Vielleicht liegt es an mir, man entnimmt den Medien dazu aus offizieller Seite relativ wenig. Sie selbst hatten das zweifelhafte Vergnügen, einmal durch die Medien da geradezu durchgereicht worden zu sein. Sie hatten diese Umstände, die wir gerade besprachen, einmal kritisiert. Ich glaube, Sie haben einen Brief geschrieben, einen offenen, an die Landesregierung. Wie war die Reaktion Ihrer Kirche darauf? Also ich hatte zwei Briefe geschrieben im Frühjahr des vergangenen Jahres. Einen an die Landesregierung und den zweiten an die Landesregierung und an die Landeskirche. Und daraufhin hat mich auch unser Bischof angerufen und wir haben auch ein Gespräch darüber geführt. Er teilte meine Meinung nicht unbedingt. Ich hätte den Wunsch gehabt, dass das deutlicher in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass ein Aufschrei erfolgt, dass der Zugang zu den älteren Leuten, der Zugang in die Krankenhäuser und so weiter, dass das besser geregelt sein muss. Und es hat sich ja jetzt wiederholt. Ich meine, es ist im September gesagt worden durch Herrn Spahn, die Schließung der Friseure und auch der Altenheime wäre unnötig gewesen. Inzwischen im Dezember, Januar habe ich genauso wieder ganz schlimme Fälle gehört und erlebt. Also die genau den Zustand widerspiegelten, ja. Und da hat mir der laute Aufschrei gefehlt. Das waren offene Briefe, die Sie geschrieben haben? Das waren also offene Briefe. Man darf also fragen, was haben Sie konkret kritisiert? Was haben Sie der Regierung vorgeworfen an Versäumnissen oder an Taten? Ich habe beschrieben, was ich erlebe im Alltag. Also einmal
die Schließung der Kindergärten und der Schulen. Was bedeutet, und das nimmt man vielleicht auf dem Land, auf dem Dorfleben noch mehr wahr, dass dem einhergeht eine Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen. Ja, es sind die wenigsten Elternhäuser sind in der Lage, sich mit den Kindern hinzusetzen und die Hausaufgaben zu machen. Ja, wir leben in einer Region, wo also der Online-Unterricht nicht beständig funktioniert, das Internet zum Teil katastrophal ist und wo ich also sehe, dass die Kinder von früh bis abends auf der Straße sind, weil ich mir eigentlich ausrechnen kann und das weiß, dass die Eltern eben nicht, das einfach nicht können, sich mit den Kindern hinzusetzen und die Hausaufgaben zu machen. Und da passiert es dann eben auch. Was für weite Teile Berlins übrigens ähnlich gilt, das ist, glaube ich, nicht auf ländliche Regionen beschränkt. Wieso schweigt die Kirche dazu? Es wäre doch eigentlich ein Thema, das nicht nur künstlerisch und sozial wahnsinnig relevant ist, das ist ein geborenes Thema für die Kirche, würde ich als unkirchlicher Mensch vermuten. Tja, Herr Dr. Brandenburg, Sie merken ja, dass ich... die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich hätte den Wunsch gehabt, dass das thematisiert wird, lautstark thematisiert wird, ja, und immer wieder lautstark thematisiert wird, auch jetzt, ja, und ich meine, man weiß das inzwischen, man hört das aus von Psychologen und so weiter, dass die Praxen gerade auch von Kinderpsychologen überfüllt sind und so weiter, ja, dass die Probleme in den Familien zunehmen, ja, dass Eltern nicht gleichzeitig Homeoffice machen können und sich um die Kinder kümmern können. Man hört das, aber ich hätte das gewünscht mir, dass das öffentlich thematisiert wird. Aber wie müssen wir uns das als Kirchenexterne denn vorstellen? Vermutlich wird es ja Gespräche geben im Kollegenkreis mit anderen Pfarrerinnen und Pfarrern, mit ihren Kirchenoberen. Wird da offen gesprochen über diese Missstände? Wird das angesprochen, nicht nur von Ihnen? Sie sind da ganz offen mit. Wie stellen wir uns die Atmosphäre vor bei solchen Gesprächen? Kommt das auf den Tisch? Wird das als Fehler wahrgenommen? Oder ist es gar kein Thema? Ich muss leider sagen, dass es kein Thema ist. Ich habe, nachdem ich angegriffen worden bin, nachdem das öffentlich war, die Zeitung hat darüber auch berichtet, dass ich im 1. August bei der Demonstration war und nachdem ich öffentlich gegen die Angstmache, gegen die Panikmache mich ausgesprochen habe und berichtet habe, dass ich feststelle, dass die Menschen sich verändern und dass sie sich zurückziehen und dass ich erlebe, dass es Menschen gibt, wo ich gespannt bin, ob ich die noch mal in einer Gemeinschaft sehe, ob sie diese Hürde noch mal übertreten. Und nachdem das öffentlich gemacht worden bin ich ja schon auch angegriffen worden von Kollegen und ich habe eingeladen zu einer Aussprache. Und wie sah das aus, der Angriff? Was muss man sich darunter vorstellen? Es wurde über die Zeitung reagiert, ja, und es wurde reagiert, indem hinterfragt worden ist, ob ich mir klar gewesen bin, dass die Organisatoren der Demonstration am 1. August rechtsgerichtet sind, obwohl es dazu ganz klare Aussagen des Verfassungsschutzes und so weiter gab, dass das überhaupt nicht der Fall war und gar keine Rolle spielte. Ja, aber das wurde mir also erstmal sozusagen über die Zeitung unterstellt. Und wir ergänzen nur noch der Vollständigkeit halber, weder haben Sie die Existenz eines Viruses verneint, noch haben Sie die Gefährlichkeit der Erkrankung Covid-19 verneint. Es war die nackte Teilnahme daran und die Rückfrage zu stellen, ob das Verhalten richtig sei. Ja. Sie haben dann den denkwürdigen Satz gesagt, es war anders zu Zeiten der DDR-Kirche. Die hatte Mut, so habe ich es dem Interview entnommen. Das ist hart. Sie sind geboren, aufgewachsen zu DDR-Zeiten, Zeit, die nicht unbedingt die Hochzeit für Religionsfreiheit war. Die Kirche hatte mehr Mut, sagen Sie. Das ist bitter. Wissen Sie, man muss natürlich dazu ehrlichkeitshalber sagen, dass auch in der DDR-Zeit die Kirche kein einheitliches Bild war. Ja? Ich muss an meine eigene Gemeinde denken, an meine eigene Gemeinde in Berlin-Niederschönhausen denken, wo es damals drei Pfarrer gab und die in ihrer Orientierung sehr unterschiedlich war. Und ich habe aber eine junge Gemeinde erlebt, in der ich
mich sehr wohlfühlte und einen Freiraum erlebte, der sonst in der DDR-Zeit unmöglich war. Ja, und ich habe erlebt, zum Beispiel die Aktion Schwerter zu Flugscharen. Ich kann mich erinnern, ich hatte selber auch so ein Abzeichen an meiner Jacke dran und ich wurde festgehalten von der Polizei einen Tag lang, sollte das, dieses Schild abmachen und ich habe es nicht abgemacht, ja. Und habe da 10-12 Stunden bei der Polizei gesessen und bin dann abends nach Hause geschickt worden. Bischof Forck hat sich damals dieses Abzeichen an seinen Mantel genäht und ist zu allen Verhandlungen mit den DDR-Behörden mit diesem Mantel gegangen. Und das hat natürlich Eindruck gemacht. Ja? Und ich bin ja auch während der, habe ja meinen normalen DDR-Militärdienst absolviert. Und das war ganz selten, dass da Soldaten davon Gebrauch gemacht haben, obwohl es rechtlich möglich war, zum Beispiel sonntags in den Gottesdienst zu fahren. Ja, dadurch, ich hab davon Gebrauch gemacht, habe Ausgang gekriegt, konnte sonntags in den Gottesdienst fahren. Und ich hatte aber immer das innerliche Gefühl, dass die Kirche hinter mir steht. Es war für mich eine Heimat, das muss ich mal schon sagen. Und das hat Mut gemacht, ja. Ja, diesen Aspekt Mut gemacht. Mut würde ich gerne nochmal aufgreifen. Dietrich, es scheint, ich weiß nicht, wie, ob es anders ist jetzt im kulturellen Leben, es scheint, man braucht Mut, um sich öffentlich kritisch zu äußern dazu. Allein Fragen zu stellen, kann sehr viel Gegenwind verursachen. Du hattest vor einiger Zeit einen denkwürdigen Post, ich glaube, es war ein Zitat zum Thema Lockdown und der Frage, ob es den gegeben hat. Sinngemäß hast du einen Künstler zitiert, wenn ich es richtig sehe, der sagte, es gab eigentlich gar keinen Lockdown, es gab nur die Mittelschicht, die weiterarbeiten musste und die Oberschicht, die sich hat zu Hause bedienen lassen. Das ging zwar nicht viral, aber ich glaube, du hast heftige Reaktionen darauf bekommen. Brauchst du Mut, um in deinen künstlerisch-kreativen Kreisen solche Meinungen zu äußern? Naja, das Zitat, das war so ein Tweet von irgendeinem Menschen, den ich auch nur zufällig auf Twitter gefunden habe. Das war ein Engländer. Der meinte, there never was a lockdown, it was just rich people hiding while the less privileged ones bringing them things. Also die privilegierte mittlere bis Oberschicht sitzt zu Hause und lässt sich bedienen. Und das stimmt natürlich auch. Also der ist ein paar hunderttausend Mal geteilt worden, aber hat dann aber natürlich nichts geändert, weil es gibt auf Twitter auch international eine sehr, sehr aktive Szene von Lockdown-Gegnern, die sich da vernetzen und sich gegenseitig mit Daten versorgen und auch viele Witze austauschen. In Deutschland hat das alles dann so dieses komische Querdenker-Nazi-Geschmäckle, wurde früh so geframed, wo ich mir dachte, also hier sind so viele Dinge schief und seltsam und komisch, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich schaue mir das alles mit großer Verwunderung an und auch mit großer Verwunderung, dass ich da in meinen Kreisen jetzt nicht der Einzige, aber nur einer von wenigen bin, die sich wirklich auch dazu äußern in der Öffentlichkeit. Also es ist eine kleine Öffentlichkeit, man ist halt so auf Facebook und ich schreibe öfters mal einen Blogtext und das war es dann auch. Aber ja, es wundert mich selbst, dass man offensichtlich Mut braucht. Es gibt so ein seltsames, fast schon diabolisches Framing, was über allem drüber hängt. Es gibt so eine Joker-Card, die immer im Hintergrund steht. Wenn du entweder du trägst jetzt diese Lockdown- und so weiter Maßnahmen mit, oder du bist halt so ein völlig kalter, menschenverachtender Unhold, dem es scheißegal ist, wenn jetzt viele sterben. Mhm. Also dadurch, dass wenn ich die simpelsten menschlichen Dinge tue, mich mit Leuten treffe und so weiter, könnte ich jederzeit ein Virus weitergeben. Und daran, das könnte Anfang einer Infektionskette sein, da könnte es ganz viele Tote geben. Und ich sehe es auch mit einem gewissen Befremden, also meine Generation, wir sind ja irgendwie aufgewachsen mit lauter so Slogans wie im Zweifel für den Zweifel, ist die inoffizielle Hymne, oder in jeder Wohnung hängt an der Wand, keep calm and carry on. Und man kennt es eigentlich auch so, dass Regierungen eigentlich immer sagen, bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Und man ist ja auch, man hat ja so viele so Pandemiewarnungen schon gekriegt über die letzten Jahrzehnte. Da gab es Vogelgrippe und Schweinegrippe und Kamelhusten und Nashorn, Elefanten, was weiß ich, Grippe. Es gab immer so ein bisschen so eine Hysteriewelle und dann war nichts gewesen. Und wie Corona loslief, sah es ja wirklich genau danach aus. Also selbst Drosten hatte noch bis in den März hinein gesagt, wir müssen uns gar keine Sorgen machen. Und ja, also jetzt wird man vielleicht mal ein Fußballspiel absagen, aber man kann ja unsere Gesellschaft gar nicht vollkommen anhalten. Das ist ja völlig, das geht ja irgendwie gar nicht. Also wir müssen keine, ja, das Virus, ja, also 0,2% der Menschen und so weiter und so fort. Das war der allgemeine Sound. Und den Modus habe ich einfach nie, habe ich einfach immer weitergemacht. So, also ich habe das Gefühl, an meiner Haltung hat sich nichts geändert. Ich bin vollkommen normal geblieben. Aber ich weiß nicht, was mit allen anderen los ist, dass
dass auf einmal so ein absolut kategorischer Imperativ im Raum steht. Du musst das mitmachen und gutheißen und auch nicht nur äußerlich mittragen, sondern auch du musst dich innerlich dazu bekennen. Es muss ein Bekenntnis sein. Ist der denn wirklich so vorhanden da in der Szene? Oder ist es eher so, dass diejenigen, die da Zweifel haben, besser schweigen aus bestimmten Ängsten? Oder herrscht da wirklich so eine Meinungshomogenität? Ist man ganz überwiegend der Überzeugung, dass das alles richtig ist? Die Menschheit hat, glaube ich, da so eine Art kollektives Über-Ich in solchen Momenten. Es gibt so ein, ich kann das auch nur so küchenpsychologisch erklären, es gibt so ein kollektives Über-Ich, das allen Leuten in dem Moment sagt, so musst du denken, so muss das sein. Man hat als Mensch immer so ein, es gibt dieses freudianische Modell des Über-Ich, aber dann gibt es konkurrierende Erzählmodelle, die sagen Parent. Also es gibt Parent, Adult und Child. Du hast hier, das innere Kind, ist trivial, kennen wir alle mittlerweile. Dass der Mensch so in diese drei Teile zerfällt, der innere Parent. Also offenbar ist es so, dass in Zeiten wie diesen so ein innerer Parent ankommt, der so du sagt. Entschuldige bitte, nur mal nachhaken. Es ist ja nun ein Thema, was wir auch gesehen haben, auch von den Dies gehört haben, es hat enorme soziale Auswirkungen. Das sind ja eigentlich geborene künstlerische Themen. Ob das jetzt die Kinder sind, die ja nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt da wirklich unterversorgt sind bis verwahrlost. Existenzen, die da scheitern. Es wäre doch eigentlich das Thema für die Musikszene, es wäre das Thema für die Filmemacher, sich damit zu beschäftigen. Also die Anpassung scheint bei einem ähnlich stark zu sein, aber würde man nicht gerade von Künstlern ein bisschen differenzierter Auseinandersetzung damit erwarten? Und wenn man sich dann umtut, zumindest wenn ich mich dann umhöre, auch in der Filmszene, in der Kreativwirtschaft, da sind schon große Namen, die sich sehr kritisch äußern, aber eben nicht, wenn die Kamera an ist. Woran liegt das? Das liegt wahrscheinlich genau an diesem kollektiven Über-Ich, was allen sagt, du darfst jetzt hier öffentlich nichts sagen, weil diese Sachfrage, nämlich wie gefährlich ist das Virus und wie wird es sich verbreiten und wie viele Leute haben es überhaupt schon und wie und so weiter. Das sind ja alles hochinteressante Sachfragen. Da sollte eigentlich jeder so ein eminentes Interesse daran haben, das zu klären. Aber da haben viele Leute irgendwie anscheinend gar kein Interesse dran. Es wird so ein Faktenstand genommen, nämlich es ist das ein absolute Killer-Virus und wir müssen alle das jetzt tun, sonst gibt es Katastrophe. Und das Hinterfragung interessiert die Leute da gar nicht mehr. Also ich kann hier einfach nur so eine Massenhysterie konstatieren. Es ist ein bisschen so, man hat das Gefühl, die Regierung und die Menschen haben so ein Verhältnis zueinander wie Eltern und pubertierende Kinder. Also in schönen Zeiten, so im Urlaub, dann meckern die Kinder die ganze Zeit nur rum und maulen und beschweren sich über alles. Das kennt man so, also bis zur Pandemie war Merkel für das und jenes und für alles kritisiert und LKW-Maut hat nicht funktioniert und Klima und die ganze Zeit wurde gemeckert. Aber wenn dann die Eltern sagen, okay, komm, es ist ganz fertig, da hinten ist ein Waldbrand, wir müssen alle ins Auto und ganz schnell weg, dann sind die pubertierenden Kinder ganz schnell ruhig. Und so ist das jetzt. Also wir haben jetzt so eine Art Waldbrandsituation. Die Eltern haben gesagt, jetzt aber wirklich Panik. Und aber die Eltern, ich tue mir das immer mal nachher, ich gebe da nicht auf. Mutti. Ich will ein bisschen noch dahinter kommen. Ich kann es mir in der Kirche vorstellen, so absolute Organisationen, das sind Hierarchien, nicht? Die Protestanten etwas weniger stark vielleicht als die Mitbewerber vom Katholizismus. Da kann jemand anrufen und sagen, wenn du nicht, dann geschieht dieses und jenes. Mir sind sehr wohl aus Kreativbereichen, aus Filmemacher-Szenen, aus Filmemacherkreisen ist mir gesagt worden, wenn ich so öffentlich in Erscheinung trete, das war jetzt öffentlich-rechtliches Fernsehen, dann darf ich davon ausgehen, dass meine Aufträge zurückgerufen werden, dass ich keine mehr bekomme. Also da gibt es offensichtlich echte Drohmechanismen und Ängste. Ja. Sind die berechtigt? Ja. Oder ist das eingebildet? Ja und nein. Also ich kenne tatsächlich mehr als eine Schauspieler, Schauspielerin, die Jobs beim Fernsehen haben, irgendwie gut und beliebt in der ARD, was weiß ich, vor Hauptabendserie rumlaufen und da so und so viele Follower auf Instagram haben und so und einfach stinkwütend sind über den ganzen Kram. Es kann nicht sein, dass die Welt so durchdreht. Ich bin so dermaßen dagegen. Aber das niemals öffentlich äußern würde, man sagen würde, würde ich am eigenen Ast so dermaßen sägen. Also auf meine Blogtexte haben ja auch schon Leute geschrieben, auch andere sehr bekannte Schauspieler. Boah, endlich sag's mal. Also, vielen Dank. Also das Potenzial ist da, aber auch, ich glaube, das Sensorium, dass für diese Leute das karrieremäßig wirklich Selbstmord wäre, sich zu äußern. Bei mir selber frage ich mich. Also ich war da sehr explizit, weil ich dachte, wozu bin ich denn auf der Welt, wenn nicht, um in solchen Momenten meine Meinung zu sagen. Und
Dann kam dieser Tatort jetzt im Januar. Ich hatte schon so fast damit gerechnet, dass dann alle Kritiken sagen, naja, der Film ist so mittelprächtig und der Regisseur hat sich jetzt als Querdenker-Idiot geoutet. Kam aber nicht. Also der Film wurde allgemein super besprochen und auch in meiner Interaktion mit Fernsehsendern, so, wo es vielleicht mal um andere Tatorte geht, spüre ich jetzt noch nicht so, dass die mich jetzt als hoffnungslosen Fall abgeschrieben haben. Eher im Gegenteil. Also der Respekt ist weiter da. Oder auch nicht. Also mit einem Sender, mit dem ich gut gearbeitet habe, der Redakteur ruft mich seit 8 Monaten nicht zurück. Vielleicht bin ich da auch schon unten durch. Ich weiß es nicht. Also was auch andere Gründe haben könnte, muss man denn der Fernsehen. Ja, klar. Wir haben ja gerade gehört, in Kirchenkreisen scheint es so zu sein, das Thema kommt eher nicht auf den Tisch. Die Kollegen sprechen nicht drüber. Ich will nicht sagen, es wird totgeschwiegen, aber man ignoriert es vielleicht peinlich. Wie ist es in deinen Arbeitskreisen? Ist es da ein offenes Thema? Passt man auf, vor wem man welche Meinung sagt? Nimmt man da Rücksichten, weil man nicht gehört werden möchte? Oder wird doch eher offen gesprochen? Kann ich gerade gar nicht sagen, aus dem Grund, weil eben das Beiläufige findet nicht mehr statt, weil man sich nicht mehr trifft. Und wenn man jetzt nicht gerade ein konkretes Projekt eingebunden ist, es ist bei mir so, ich bin gerade sowieso so zwischen, also ich pünktlich zur Pandemie hatte ich sehr viel gearbeitet und einen Film gedreht und der war fertig und ich wollte immer Pausen machen und Bücher schreiben und so weiter. Ich bin gerade in so einer Schreib- und so weiter Phase, wo ich einfach nicht so richtig in Projekte, also auch die ganze Zoom-Konferenzwelle ist weitgehend an mir vorbeigegangen. Also ich glaube, die allgemeine Stimmung ist so, möglichst nicht drüber reden und weitermachen. Ich habe schon das Gefühl, es gibt ein bisschen so eine kollektive Übereinstimmung, dass das alles irgendwie vollkommen wahnsinnig ist. Aber man spricht es dann am liebsten, man will einfach den Ärger nicht. Man will auch, also man denkt, wenn ich jetzt drüber rede, dann verdoppel ich das Problem ja nur noch. Ich bin da anders. Ich komme gnadenlos auf dieses Thema und sage auch jedes Mal gnadenlos meine Meinung, weil ich denke, so ein dermaßen blödsinnig verschobener Konsens, der muss auch einfach durch ständiges Schieben wieder zurechtgerückt werden. Herr Dietz, die Mechanismen dahinter. Man hat schon den Eindruck, es tut sich aber ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, in Kirchenkreisen zumindest. Es häufen sich ja kritische Veranstaltungen zu dem Thema. In verschiedenen protestantischen Gemeinden zumindest, deutschlandweit, wird immer mehr darüber gesprochen, was die Folgen sind. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Verschiebt sich das langsam? Kann man jetzt offener reden? Oder ist das eigentlich seit Anbeginn der ersten Corona-Maßnahmen gleich schlecht? Also ich freue mich ja, dass ich das von Ihnen höre. So meine Wahrnehmung. Sie sind hier, um es zu korrigieren. Ja. Wenn einer sich in der Kirche auskennt, dann Sie. Ich habe jetzt nur von meinen Erfahrungen berichtet. Ja, also ich muss gestehen, dass ich das bisher noch nicht so gehört habe, dass das offiziell auf der kirchenamtlichen Ebene ist. Ich merke, dass insofern muss ich da unterscheiden, dass das auf der kirchgemeindlichen Ebene, ja, ich habe ja auch als Pfarrer habe ich ja ein direktes Gegenüber, den Gemeindekirchenrat und so weiter, ja, dass da schon ein großer Wunsch ist, über das Thema zu sprechen. Und wir bemühen uns unwahrscheinlich, was irgendwo möglich ist, auch an Veranstaltungen durchzuführen, auch im vergangenen Sommer und bis in Herbst an kulturellen Veranstaltungen. Und da habe ich auch meine eigenen Erfahrungen gemacht, kann ich dann nochmal berichten. Aber Sie waren ja bei uns zu einem Gemeindeabend und in 10 Tagen kommt Professor Maas zu einem Gemeindeabend zu uns und da ist der Andrang riesengroß. Die Bevölkerung hat einen Wunsch, über also, diese Themen zu sprechen. Also das Kirchenvolk, sage ich, will es besprochen haben. Die Amtskirche, sagen Sie, reagiert noch nicht so wirklich. Warum? Sie können nur spekulieren, das ist mir klar. Die gleiche Frage der Fairness halber aber auch an Sie. Herrn Brüggemann fragte ich dazu, wieso macht die Kunstszene es mit? Wieso verhält die Amtskirche sich so? Man kann ja nicht gerade sagen in Deutschland, dass Ihnen die Mitglieder in Scharen zuströmen. Es gibt da gewisse Existenzprobleme bei beiden großen Kirchen. Ist das richtig? Wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Aber wieso wird so gehandelt? Warum fehlt der Mut? Ich denke, das ist eine Frage, wo es ins Eingemachte geht. Das ist nämlich die Frage eigentlich, ich habe als Pfarrer, und darauf werde ich ordiniert, auf Bekenntnisschriften, zum Beispiel die Confessio Augustana von 1530. Und da habe ich einen festen Auftrag, die Verkündigung des Evangeliums und die Verwaltung der Sakramente von Taufe und Abendmahl. Und diese Frage steht im Raum, komme ich dem immer nach? Das ist mein Auftrag. Und hat die Amtskirche, ist die dem immer nachgekommen, zum Beispiel im Frühjahr? Oder wurde vorauseilend schnell distanziertes Verhalten als Gebot der Nächstenliebe dargestellt? So habe ich es erlebt im Frühjahr oder auch jetzt zu Weihnachten. Wurden ja zum Teil Weihnachtsgottesdienste abgesagt,
ja, als Gebot der Stunde. Und das ist eine Diskussion, die muss eigentlich dringend geführt werden, auf allen Ebenen. Und die geht ins Eingemachte. Also verstehe ich Sie recht, die Beschäftigung mit der Frage setzt voraus, dass man sich Fehler eingesteht auf Seiten der Amtskirche. Und das wird gescheut, so habe ich Sie jetzt verstanden. Ja, würde ich bestätigen. Nun, da gibt es ein Wort von unserem amtierenden Gesundheitsminister dazu, dass wir uns alle viel werden zu verzeihen haben. Das scheint dann auch dafür zuzutreffen. Wenn das also ein Hemmnis ist, das bringt mich eigentlich zu der letzten großen Frage, die dann bleibt. Wie geht es denn weiter? Sowohl im religiösen als auch im Kunstbetrieb. Es scheint ja so zu sein, dass wir hier alle mit starkem Misstrauen in den Institutionen einander gegenüberstehen. Es wird, wenn dann nur geflüstert, es wird nicht offen gesagt, wer kritisiert, wird sehr schnell in verschiedene Ecken geschoben, egal aus welcher er kam, es wird sehr schnell falsche Gesinnung unterstellt. Geht da was an Vertrauen kaputt, auch im Kollegenkreis, innerhalb derjenigen, die in der Kirche arbeiten? Das würde ich schon bestätigen, dass das Vertrauen da eingeschränkt ist. Dietrich, gleiche Frage auch an dich. Macht das was im Künstler- und Kollegenkreis? Sorgt das für Risse vielleicht im Umgang, für Vertrauensschaden, der auch über eine akute Corona-Situation hinaus bleibt? Hast du da was gespürt? Gibt es Menschen, mit denen du heute anders redest, mit denen du vorher freier gearbeitet hast, wo du das Gefühl hast, da bleibt irgendeine Form von Vertrauensschaden? Es gibt alles. Es gibt Allianzen, die man jetzt schließt, wo man denkt, okay, du traust dich ja was, ich traue mich auch was. Und das sind Allianzen, die, glaube ich, halten für den Rest des Lebens. Es gibt Leute, mit denen man einfach weiter freundlich, neutralen Umgang pflegt, wo man das Thema einfach gar nicht aufmacht. Es gibt auf Facebook viel Zuspruch von irgendwelchen Leuten, wo ich denke, gut, das ist so... Finde ich erfreulich, dass sie sich immerhin mal zu einem Like hinreißen lassen. Das ist ja auch schon eigentlich so ein Statement, wo viele vor Angst haben. Es gibt Leute, wo ich denke, ja, irgendwie habe ich so eine gewisse Art von intellektuellen Respekt, nämlich, dass man sagt, okay, das, was mir erzählt wird, das hinterfrage ich und mache meine eigenen Gedanken. Und das erwarte ich eigentlich von einem denkenden Menschen oder von einem Journalisten oder auch von jemandem, der sich als Filmemacher, hat man die Pflicht, sich für alles zu interessieren, für die ganze Welt. Das ist unser Job. Und auch für Massenpsychologie und für Mechanismen der Massenmeinung, das ist ja auch unser Gewerbe. Also wenn Leute das irgendwie verweigern, sich das komplett zum Teil von so einer nicht hinterfragenden Menge machen, ich verliere so ein bisschen den Respekt, ich mache das denen nicht zum moralischen Vorwurf, aber ich verliere dann so ein bisschen die Lust, mich da tatsächlich weiter mit zu befassen, weil ich denke, es ist jetzt ein bisschen die gemeinsame Basis verloren gegangen, die ich mit anderen Leuten in dieser Zeit gerade gefunden habe. Wie geht's weiter? Wahnsinnig gute, große Frage. Ich habe schon das Gefühl, dass wir hier so eine Sache im Zeitraffer beobachten, die in vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten einfach deutlich länger gebraucht hat. Also die Menschheit hat ja immer wieder die Neigung, sich in so ideologisch geschlossene Blasen einzuschließen, in so Hysterieblasen, wo man sich in so einer leicht panisch grundierten Meinung gegenseitig bestätigt, wo man so ein Unsterblichkeitsmodell sozusagen absolut setzt und alles andere diesem einen Modell sozusagen opfert, ob das jetzt irgendwie Calvin im 16. Jahrhundert in Genf war. Da kann man von Stefan Zweig ein schönes Buch lesen, wie da einfach die Calvinisten gehaust haben wie die Taliban und ein Terrorregime errichtet haben und einer war dagegen. Oder, ich meine, die DDR war ja der Sozialismus, wie er da mit seinen Glaubenssätzen die Grundlage dieses Staates war. Ich war nicht dabei, man kann aber viel davon lesen. War ja auf eine Art auch so ein bisschen so ein geschlossenes System, was dann am Ende erodiert ist, weil die Leute einfach nie mehr mitgemacht haben. Ich habe das Gefühl, das in unserer beschleunigten Zeit sehen wir gerade in so einer Art von Zeitraffer. Also man sieht immer so eine Reaktion auf Social Media. So grelle Sachen wie zum Beispiel ein Statement von Angela Merkel als YouTube-Video bei der Welt hat dann so 400 Likes und 24.500 Dislikes. Also ich glaube, das ist eine ehrlichere Meinungsumfrage als jede Meinungsumfrage. Oder auch in meinem kleinen eigenen privaten Bereich, Social Media, poste ich heute so ein Bild auf Instagram, so gestern Sonntag, Park, alles voll, alles schön und schreibe drunter, ja, stell dir vor, es ist Corona und keiner bleibt zu Hause. Also man einfach nicht mehr mitmachen, die Leute haben die Schnauze voll und dann kann noch so die große Panik mit der dritten Mutante geschürt werden. Es ist auch wie im Kino. Das dritte Sequel knallt nicht mehr so. Scream 3 war dann halt auch nicht mehr so wahnsinnig spektakulär wie der erste Teil, der aus dem Off kam und alle begeistert hat, und der zweite, der mit großen Erwartungen kam. Ich glaube, es bröckelt und kippt so ein bisschen, aber was danach passiert, ich
Lass mich überraschen. Also was du gerade beschrieben hast, ist ja ein Mechanismus, der eigentlich in Corona eine neue Spitze gefunden hat, aber der dann in Ansätzen ja schon vorher schon da war. Nicht? Du beschreibst das als historische Linie und sagst, das ist eine immer stärkere Neigung, auch medial und gleichzeitigkeitsbedingt, etwas, was sich immer weiter verstärkt. Gibt es dann, und die Frage auch an Sie beide, kann es dann überhaupt logisch ein Nach-Corona geben? Das einmal angenommen, tatsächlich morgen wird offiziell verkündet, nun dieses eine Virus ist so nicht mehr unser Problem. Ich unterstelle ganz klar, dass das aus meiner Sicht eher nicht so ist, wenn ich schon so frage. Aber kann es dann in diesem Automatismus, in diesem immer weiter zugespitzten, wie sieht die Zeit dann danach aus? Wie kann das hier offiziell zu Ende sein? Plötzlich Absage und wir gehen alle nach Hause und das war's? Ich glaube dialektisch ja und nein. Also ich glaube, man hat so einen gewissen, es gibt ja viele im menschlichen Gehirn so eingebaute Denkfehler, weil man einfach Fehlschlüsse trifft, so der Confirmation Bias und die Kontrollillusion ist sehr wichtig in Corona. Kontrollillusion ist, man denkt, man beeinflusst die Dinge, aber sie machen einfach irgendwas und ich mach irgendwas und die Dinge machen irgendwas und ich bilde mir ein, ich hätte... Auch so ein Ding ist der Status Quo Bias, dass man so denkt, okay, so wie es jetzt ist, wird es bleiben. So auch so ein Wort wie die neue Normalität sagt auch, also das ist nicht die neue Normalität. Wenn man in die Welt hinausguckt, also was mir gestern unglaublich gute Laune gemacht hat, war so ein Twitter-Thread, wo jemand so 50 Videos nacheinander gepostet hat, so hier Social Distancing in Russland, so Leute machen Party, Social Distancing in Thailand, Leute machen Party, in Florida, Riesenfete Silvester, auf der halben Welt ist einfach, Leute lassen es krachen in Sansibar und in Süditalien und in Amerika, in Georgia, also überall ist einfach Party und keiner ist Social Distance. Ich denke, ja, nee, das ist jetzt nach Corona, also ein bisschen wie vor Corona. Andererseits hierzulande denke ich, dass die Deutschen meinen es aber auch am allerernstesten. Ich glaube, das, was hier passiert ist, lässt sich so leicht irgendwie nicht mehr kitten. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen was ist genau hier passiert, so ein Bruch. Ja. Also es war ja schon vorher, dass ganz viele Dinge nur noch unter so einem Gesichtspunkt einer Moral betrachtet wurden, die man möglichst halt gut in Slogans packen kann. So, wir müssen jetzt hier Null-Emissions-Klimaziel. Wir werden jetzt gentechnikfreie Gemeinde. MeToo war auch so ein Phänomen, wo man eigentlich... Warum hat es in den 4 Jahren seit MeToo noch nicht wirklich einen Film drüber gegeben, der davon handelt? Ganz einfach, weil wenn ich einen Film erzähle, muss ich ja dialektisch erzählen. Ich muss deine Perspektive zeigen, aber auch die deines Gegners. Entweder ich mache einen doofen Propagandafilm, dann bist du gut und der andere böse. Ist jetzt nicht so spannend. Für so einen Gesellschaftsfilm ist es immer gut, beide Teile irgendwie halbwegs ähnlich zu gewichten. Und geht halt bei Themen, die so moralisch aufgeladen sind, geht das nicht. Wenn ich mich da reinbegebe in die Ambivalenz, dann werde ich sofort geschlachtet. Dann kommt Twitter und sagt, dieser Typ ist ein skandalöses Arschloch und soll nie wieder einen Film finanziert bekommen. Also diese Art von absoluter Moral, von Zeigefingermoral, die hat die war vor Corona auch. Die gab es vor Corona schon, die hat bei Corona halt so richtig reingehauen mit halt dieser großen Übermoral, die sagt, wir müssen jetzt Social Distancing und Maske und das ist jetzt das einzig Gute und alles andere das darfst du jetzt nicht hinterfragen. Ich glaube, man kommt auch mit diesen Links-Rechts-Unterscheidungen nicht so richtig weiter. Man kann menschliches Handeln und Denken, glaube ich, auf zwei andere Arten einteilen. A, in individualistisch und kollektivistisch und B, auch in doktrinär und diskursiv. Und das sind wirklich verschiedene Dinge. Also bin ich doktrinär so wie und sage, das ist die wahre Lehre, die musst du glauben, oder sage ich, die wahre Lehre gibt es nicht, wir streiten uns. Oder argumentiere ich vom Individuum oder halt von der Gemeinschaft her. Beziehungsweise sehe ich die Gesellschaft als Gesellschaft oder halt als Gemeinschaft. Gesellschaft, jeder macht sein Ding und es gibt gewisse Grundregeln oder Gemeinschaft, wir haben gemeinsame Werte. Also, das muss nicht immer Hand in Hand gehen. Das Judentum zum Beispiel ist wie jede Religion eher kollektiv organisiert, aber dann auch wieder sehr diskursiv. Die streiten sich die ganze Zeit. Der Katholizismus ist wiederum relativ doktrinär. Und in unserer Zeit ist es halt, was wir hier bei Corona sehen, ist sehr doktrinär und sehr kollektivistisch, zumindest von der Rhetorik her. Ich habe das Gefühl, wenn auf diesen beiden Skalen es zu sehr in eine Richtung geschoben wird, dann wird's auf eine ungute Art autoritär, dann verwandelt die Rhetorik sich in den Gegenteil. Wir pflegen so eine kollektivistische, ja, wir alle gemeinsame Rhetorik, machen aber, was wir damit anrichten, ist genau das Gegenteil. Wir zerstören Existenzen und Leute. Und Da müssten sich die Maßstäbe mal wieder verschieben. Ich weiß nicht, ob sie es tun werden. Also wenn ich es mal ganz stark vereinfacht und zusammenfasse, wir haben uns da moralisch verfahren, weil wir das sehr stark moralisch aufladen, sehr viele Dinge sehr stark schwarz-weiß malen und aus der Situation müssen wir erstmal wieder rauskommen. Herr Dietz, wie sieht es im Kirchenleben aus? Würden Sie sagen, ähnlich düster in der verfahrenen Lage? Es muss ja irgendwie weitergehen. Wir werden uns nicht bis ans Ende aller Tage mit dem Thema Corona befassen. Sie haben gesagt, Vertrauensschaden ist da, auch in der Kirche, unter den Kirchenkollegen. Was muss passieren, damit es danach weitergeht? Und wie sieht die Kirche nach Corona aus, aus Ihrer Sicht?
Drei Fragen auf einmal und nicht die leichtesten, natürlich, gebe ich zu. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass es eine Zeit danach gibt, aber ich kann es mir im Moment ganz schwer vorstellen, wie sich das abbaut, weil es ja eine unglaublich große Hürde, eine unglaublich große Schwelle aufgebaut worden ist. Und manche Dinge lösen sich erst, wenn es knallt, was ich eigentlich nicht hoffe, aber es vielleicht auch irgendwo befürchte. Ich weiß es nicht, das lasse ich jetzt mal offen. Ich denke, Kirche muss sich darüber klar werden, wo ihre Aufgabe ist. In der Begleitung der Menschen, in der Seelsorge und so nah wie möglich. Ja, und das ist die Frage, ob sie sich dessen bewusst ist. Ist das insofern zulässig, da die Kirche vielleicht ein bisschen mit dem Regierungssystem zu vergleichen? Sie haben vorhin gesagt, da wurden Fehler gemacht, die müssen eingestanden werden. Haben wir in der Kirche eventuell das Problem, dass dieser Wunsch, die Fehler nicht einzugestehen, ob das Unfähigkeit ist, ob das Unwillen, steht die Kirche sich damit im Weg eventuell? Ich weiß, nicht nur speziell begrenzt auf die protestantische, das wird ja bei den Katholiken ähnlich aussehen, nehme ich an. Gut, Gott, Dr. Brandenburg, das ist ja ein allgemeinmenschliches Problem, nicht? Stelle ich mich selbst, wie ich bin? Ja, habe ich den Mut, auch meine Schwächen einzugestehen oder nicht? Das ist ja ein ganz menschliches Problem. Und das geht, ob durch Regierungsbehörden oder kirchliche Behörden, das geht, denke ich, durch die ganze menschliche Gesellschaft. Wohl wahr. Und fast schon ein gutes Schlusswort, wenn ich bitte um kurze Antwort nochmal. Sie, um eine Einschätzung bitte, wie lange wird es dauern, bis wir wieder so etwas wie eine neue Normalität bekommen oder zurück zu einer Normalität kommen? Wie lange befinden wir uns noch in diesem Lockdown, auch in diesem moralischen schwarz-weißen Lockdown? Oder bleibt das ad infinitum so? Ihr Bauchgefühl und Ihre Einschätzung. Ich kann leider die Frage nicht beantworten. Ich wünsche mir, dass es sich in Luft auflösen würde, aber das sehe ich noch nicht so. Und ich denke, dass es bei vielen Menschen ganz lange dauern wird, bis die Schwelle, die Hemmschwelle, dass ich mich wieder in der Gemeinschaft begegne, offen begegne, dass ich wieder singe, dass ich in Chor gehe und so weiter, dass das lange dauern wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich, und weiß auch, ich habe Menschen in unseren Dörfern vor Augen, wo ich gespannt bin, ob die überhaupt noch einmal wieder in eine engere Gemeinschaft kommen. Keine schöne Aussicht. Dietrich, deine Einschätzung, auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie lange dauert es noch, bis wir uns von diesem Zustand des Flüsterns, des Vorsichtigseins und der Angst vor der Moralkeule vielleicht ein bisschen verabschieden können? Oder müssen wir damit rechnen, dass es eigentlich so bleibt dauerhaft? Also man sagt ja, dass neue Erkenntnisse in den Wissenschaften sich eigentlich nicht dadurch durchsetzen, dass irgendjemand überzeugt wird von den großen, bereits mächtigen Etablierten, sondern dass die halt irgendwann wegsterben und eine neue Generation nachwächst, für die das irgendwie halt selbstverständlich ist, dass Krankheiten von Krankheitserregern ausgelöst werden und man sich besser die Hände wäscht oder sowas. Also, das stand, glaube ich, von Planck, eine ganz alte Aussage. Mit Generationenwechseln passieren Dinge. Weiß ich nicht. Also ich glaube, die Generation, die jetzt so 13 bis 23 ist, die haben so richtig die Arschkarte. Denen wird ein Jahr lang alles weggenommen, was einfach das Leben schön macht. So mit Freunden treffen und Abifahrt und Sport und Kultur und Chor und Band und was nicht. Ein Teil von denen wird einfach depressiv und nimmt Drogen oder bringt sich um oder hat kein schönes Leben. Ein Teil wird aber auch einfach stinkwütend sein. Ich glaube, es ist interessant, was da passiert, weil wir hatten jetzt hier eine Generation, die einfach überhaupt gar keine Widerstände im Leben hatten, keine Wand zum Dagegenrennen, alles war wahnsinnig nett. Ist ja auch super, ich finde, jeder sollte so groß werden. Andererseits richtige Härten, gegen die man sich wehren muss, gegen die man aufbegehren muss oder wo man auch erst rückblickend vielleicht feststellt, wie scheiße das war, das ändert auch was mit Leuten. Ich glaube, wenn diese Generation mal am Drücker ist, also in 5 Jahren geht es los, vielleicht in 10 Jahren, in 15 Jahren ist mehr, wenn die in den Schaltstellen sitzen, in den Medien, in der Wissenschaft, in der Politik, überall, dann kommt irgendwann die Aufarbeitung. Dann vielleicht geht es los, dass man dann sagt, was war denn eigentlich damals für ein Scheiß? Also was habt ihr eigentlich alle... Die Daten sind vollkommen da, das hätte man auch damals schon wissen müssen, dass es für dieses Virus bessere Methoden gegeben hätte. Vielleicht kommt dann am Ende was, dass man dann sagt, okay, die Menschheit ist hier so dermaßen in die Falle der eigenen Denkfehler gelaufen, diese ganzen Confirmation Bias und Panik und Sachfragen moralisieren. Dann kommt der Algorithmus, dann werden wir von der künstlichen Intelligenz regiert, die dann sagt,
jeweils sagt, nee, liebe Menschheit, mach das jetzt mal nicht, ich habe die Daten, das ist jetzt falsch. Gut, das ist eine gewagte Prognose, mal schauen, wie lange das dauert. Ich bin Filmemacher. Man merkt es, ja. Zwei düstere Fazits, die wir da gezogen haben, muss man sagen, und mit denen ich mich von Ihnen heute Abend verabschieden kann. Bevor Sie gehen, bitte ich Sie allerdings noch, gehen Sie auch einmal auf unsere Website, gehen Sie auf https://201.live, abonnieren Sie gern dort auch den Newsletter zu dieser Sendung, und wenn Sie die Sendung für unterstützenswert halten, dann können Sie gerne auch mit Ihrer Spende finanziell dazu beitragen, dass es unabhängige Berichterstattung wie diese gibt. Wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder am 8. März, dann zum Thema die Justiz. Warum sind die Gerichte so auf Linie und warum schweigt die Rechtswissenschaft? Ich freue mich auf zwei hochkarätige Gäste aus dem tiefen Inneren des Rechtsbetriebes und der Rechtsprechung. Alles Weitere in Kürze über unseren Newsletter, den Sie, wie gesagt, herzlich eingeladen sind, sich zu abonnieren. Für heute bedanke ich mich sehr herzlich bei beiden Gästen. Danke, dass Sie da waren, danke, dass du da warst. Ja. Bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Einen schönen Abend.